Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo Hard Mode. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass du wieder dabei bist. Captain Hackmack, dem sagen wir mal Moin. Moin Moin Moin. Letztes Mal haben wir hier dieses wunderschöne Gebäude gebaut. Das habe ich... das tatsächlich auch fertig, war. Krass. Konnte ich mich gar nicht dran erinnern. Auf jeden Fall haben wir hier hinten die Ecke für die afrikanischen Wildhunde ein bisschen besser gemacht. Durch das Gebäude hier. Der Zoo breitet sich jetzt so ein bisschen aus. Das ist so ein bisschen wie in dem Zoo Tycoon Spiel für die Xbox, was ich ja auch hier gespielt habe auf dem Kanal, wo man Gehege hat, die so rund sind und dann baut sich der Weg eigentlich immer nur so außen rum. So ein bisschen fühlt sich das an. Müssen wir mal schauen, ob das auch beibleiben soll oder nicht. Hier müssen wir noch uns überlegen, was hier reinkommt. Man könnte ein paar Vivarien bauen. So überdenkenmäßig. Und dann wurde in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch bitte mal wieder Schneeleoparden bauen soll. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Schneeleoparden hatte ich schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit nicht mehr. Deswegen kommen die auf jeden Fall auch noch. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache oder ob wir heute was anderes machen. Ich muss auch mal gucken, wie sieht denn das sonst aus hier, gehegetechnisch? Was haben wir denn hier in dem Zoo und was für eine Aufteilung ist das hier überhaupt? So, die gehen hier rein, die Besucher, dann gehen die wahrscheinlich hier rum. Gucken hier. Wir müssen das dann irgendwie hier nochmal abschließen. Der Witz ist halt, normalerweise plant man ja so ein Zoo ein bisschen smarter als das, was ich hier gemacht habe. Also hier ist es ja so wieder Gehege. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir 7 Gehege? Tatsache. Aber gefühlt habe ich das hier nicht so smart gemacht. Und gefühlt ist es leider auch so, dass hier die Besucher, dass es denen mega warm ergeht. Unterwegs so Bonobo. Ach ja, da hatten wir ja hier die Schwarzbären, ne? Wie viele sind denn da noch drin? Sind da überhaupt noch welche? Ist nur das Baby da drin, alleine? 3 Stück angeblich. Totaler Scam. Wo sind die denn? Sind die im Wasser? Wo sind die Bären? Hallo? Im Ernst, wo sind die? Die schwimmen nicht? Wo könnten die sein? Hier ist der kleine Bär. Warte mal, die sind in den Bäumen, ne? Ja, da ist einer. Ja, ich wusste es auch genau am Ende. Am Ende ist mir dann doch aufgefallen, die klettern ja. Der andere müsste hier irgendwo oben sein. Naja, Hauptsache sie sind da. Dann ist alles gut. Da haben wir dann hier diese Savanne, diese angedeutete Anfangssavanne, wo wir eventuell nochmal was Neues machen können. Also hier könnte ja nochmal was anderes rein und dann da drüben ein neues Zebra-Rappen-Antilopen-Gehege machen oder so. Auch damit wir die Ecke hier ein bisschen smarter machen, oder? Sollen wir das jetzt mal einfach direkt machen? Jaha würde sich paaren. Geht das klar so? Das geht tatsächlich klar so. Wird auch direkt schwanger sein, denke ich mal. Danach. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass die hier so viele Babys produzieren. Ich sag's euch. Ich schwöre es euch, Leute, es lohnt sich. Rappenantilopen. Gönnt euch welche. Community Challenge, da habe ich tatsächlich nicht mitgemacht. Da brauche ich goldene Primaten. Keine Challenge mitgemacht, deswegen keine Credits, keine Tiere gekriegt. Leider nicht. Hier könnte man noch irgendwas hinmachen und so weiter und so fort. Also ich habe hier auf jeden Fall genug Platz. Krankes Tier. Jaha ist jetzt krank. Gleich mal hier direkt hin. So, auch weil das Gehege hier dreckig ist. Gleich mal den Pfleger gerufen. Vielleicht macht er jetzt ein bisschen sauber hier drin. Ja, sehr gut. Die Sauberkeit geht dann zumindest wieder ein bisschen hoch. Hoffentlich. Ja, die Zebras und die Rappenantilopen brauchen auf jeden Fall ein neues Gehege. Die Frage ist halt nur, wohin. Wo das am smartesten wäre, das hinzuziehen. Man könnte das hier auf die Ecke machen. Hier vorne. Und dann hier drin natürlich was anderes machen. Bin ich mir unschlüssig. Irgendwie... Weiß ich nicht so recht. Ich habe keine Ahnung. Lass mal gucken, was wir für Tiere sonst noch haben hier in Belohnung und so. Mittlerweile ist es ja ein ganz normaler Franchise so. Gorillas. Ist auch nicht schlecht. Mittlerweile ist es ein ganz normaler Franchise so, denn ich soll ja alle Tiere benutzen. Oder ich soll nicht, aber ich kann alle Tiere benutzen, die ich habe.
Und an der Stelle kann man ja dann auch einfach ganz ehrlich mal sagen, dass ich, dass es gut ist, dass ich alle benutzen kann hier. Guck mal, die hätten wir auch noch hier aus dem Hartmut und aus dem Park Zoologico. Der hier. Ich glaube, das hier wird unser neues Männchen, ne? Achso, die sind aus dem Hartmut. Warte mal, die sind aus dem Hartmut? Ach, den hatten wir gekauft, ne? Ah. Da schau her, da schau her. Dann haben wir noch weiße Löwen und noch mehr Gorillas. Gorilla-Gehege wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ein Okapi im Hartmut und ein Okapi aus dem Zoologico? Warum hatte ich denn eins aus dem Hartmut? Kann ja gar nicht sein. Das dürfte eigentlich nicht sein. Naja, egal. Dann hatten wir die Bären hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie was Gehegetechnisches bauen. So viel Zeit muss sein. So smart müssen wir auch sein. An der Stelle. Können wir hier... Können wir tatsächlich. Ich habe hier überall Bordsteine, deswegen wäre es smart, wenn ich hier auch noch welchen hätte. Dann haben wir hier auf jeden Fall den Weg ein bisschen dicker gemacht, ein bisschen breiter gemacht. Können wir hier... an der Stelle noch irgendwas regeln? Nein. Ah, hier kann man was regeln. Das finde ich gut. Bisschen abrunden das Ganze, ne? So, guckt euch das mal an. Das ist doch schön. Ist besser als gar nichts. Dann haben wir da ein bisschen abgerundet. Dann lass nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen Erde drunter machen hier. Unter den Weg. Und dann hatten wir hier ganz viel Gras kurz, weil das halt schön grün ist. Ah, brauche ich gar nicht. Ach, G. G ist die falsche Taste. Dann könnt ihr ja gar nicht sehen, was ich mache. Ich auch nicht. So, das haben wir, das passt hier. Da muss auf jeden Fall irgendwas noch hin. Wie hier hatten wir ja die Fressbude und so. Ich habe keine... Ihr merkt das, ich habe keine Ahnung, wie der Park aufgebaut sein soll. Und deswegen weiß ich auch nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Ich hatte so Bock auf den Hard Mode. Und irgendwie bin ich jetzt völlig blank. Mit, was für Dinger hier hin sollen. Krasse Geschichte. Okay. Entfernen wir erstmal die beiden Bäume hier. Den könnten wir eigentlich auch entfernen. Vielleicht sollten wir uns hier drauf und dran machen, dass wir hier den Eingangsbereich machen, oder? Könnte das was sein, was wir jetzt erstmal machen? Oder machen wir noch eine Tierart? Ne, wir können auch den Eingangsbereich machen. Die Toilette setzen wir erstmal ganz dezent um. Hier hinten hin. So, ich muss pausieren natürlich. Oh, das muss natürlich auch fertig sein jetzt, ne? Ich meine, wenn wir es pausieren, müssen wir tatsächlich auch fast fertig werden. So, aber sonst despawnen die Leute, glaube ich, alle. Das ist eher unvorteilhaft, wenn die alle despawnen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich mache den Zoo mit Absicht nicht zu, aber ich mache das alles weg hier. Auch die Bäume erstmal weg. Und dann haben wir erstmal ein bisschen den Blick dafür. So, hier fängt schon mal das Eingangsding an mit dem Gebäude hier. Das weiß ich nicht, wie smart das ist. Das könnte man eventuell sogar noch ein Stück so nach rechts ziehen. Das wäre noch ganz cool. Passt das aber nicht von den Dingern. Oh, jetzt habe ich doch Play gemacht. Ja, denen geht es nicht so gut, den Leuten. Das ist eher schlecht. Lassen wir es mal kurz. Gras kurz. Lass erstmal kurz machen hier. So. Alles einmal malen. Malen nach Zahlen. Hier ist noch eine Schüssel, die wir wegmachen können. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Was könnte man hier vorne denn hinbauen? Das ist die große Frage. Hier haben wir diese Pflastersteine außen und das andere Holz innen. So, der Witz wäre, glaube ich, wenn wir hier... Lass uns mal doch nicht hier machen. Lass uns mal direkt hier machen. So, erstmal so ein Grundgerüst machen. Ist, glaube ich, ganz smart. Denke ich.
Würde ich ganz smart finden. Dann die auch nochmal. Also das sind ja die, die ich außen dann hinmache. Und dann lasst euch überraschen, was hier passiert. Erst wollte ich die Pflanzen da lassen, jetzt mache ich alles weg. Den Baum auch nochmal weg. Ja, das kann da bleiben. So wird der Eingang. Also die bezahlen ja sowieso hier drin. Das kann ich ja eh nicht ändern im Sandbox, hätte ich mal gesagt, im Franchise. Aber wir brauchen hier irgendwie einen guten Eingangsbereich. Da würde sich sowas natürlich sehr anbieten, das so zu machen. Sagen wir doch mal. Machen wir so. Dann machen wir. Haben wir hier auch eine Information hier vorne schon? Ja, da vorne ist eine. Dann vielleicht keine Information dahin bauen, oder? Vielleicht doch eine Toilette dann? Das ist witzig, ne? Wie man erst völlig verwirrt rumläuft. Aber sich dann nach so ein bisschen. Nach so ein paar Minuten hier in dem Spiel überlegt und dann sagt, da, ich mach das doch so. So, dann haben wir hier auf jeden Fall die Toiletten. Da ist und bleibt dann halt die Überlegung, wie man die einbaut. Grundsätzlich wird das natürlich smart, so. Und dann hier auch so. Irgendwie das so zu machen. Und dann ist hier halt der Eingang, geht's da durch. Das ist schon mal gar nicht so blöd. Müssen das natürlich auch noch richtig hinziehen gleich. Wie viel Platz ist hier? 3? Ja, es geht eigentlich voll klar. Kann ich hier vorne noch ein bisschen Merchandise machen? Herz Fantastic unten. Just a Momento. Ganz genau. Und wenn die da steht, kann ich ja im Prinzip so machen. Die Leute gehen ja hier eh rein. Ne? Nee. Da musst du schon mit dem Bogen gehen. So viel Zeit muss tatsächlich sein. Wo ist denn da hier? So vielleicht? Und dann geht da der Bogen rein. Dann müssen wir jetzt so machen. Why, nee, warte mal. Doch. Wir müssen das erstmal ein bisschen rüberziehen hier. So wahrscheinlich. Just a moment. Dann gehen wir mit dem Weg hier lang. Genauso gut erstmal so machen. Und dann passen wir hier das Raster an die beiden. Heben das Raster auf. Schade eigentlich, dass das jetzt so krumm und schief ist. Dann so vielleicht. Das wäre halt super awesome gewesen, wenn das hier smart gerade wäre, wie hier. Das wird ja wohl funktionieren. Eingang, so. Weil der hier, der war schon sehr gerade, so. Ja, das geht so. Besser als gar nichts. Lass uns mal wieder Play machen, weil dann gehen die Leute jetzt hier erstmal wieder. Sehr gut. Die gehen dann halt hier durch diese Säulen durch. Weiß ich jetzt nicht, wie cool ich das finde, wenn ich da ganz ehrlich bin. Man könnte natürlich alles ein bisschen smarter gestalten. Jetzt ist es halt so, die gehen halt direkt hier so rüber. Warte mal. Man kann das hier ja auch wegmachen, ne? Kannst halt das hier auch beeinflussen. Und wenn der Witz dann hier halt wäre, schade.
Denn der Witz dann wäre, dass das bis hierhin geht. Oder was? Wäre das nicht cool? Oder finden die das nicht cool? Ich finde es ganz cool. Dann hier die Fensterscheiben. Ja. Da müssen wir auch ab und zu mal mit leben, dass das so ein bisschen krumm und schief ist. Und das machen wir weg. Und dann machen wir hier trotzdem aber dieses Glas hin. Hier. Und nichtsdestotrotz sind die ja wichtig. So halt irgendwie. Ja, es passt. Dann mache ich ja nochmal ein normales Dach oben drauf. Das ist jetzt okay. Das ist jetzt nicht fantastisch oder so. Kann ich das nochmal ein Stück vorziehen vielleicht? Das ist genau das, was ich nicht kann. Na gut. Lassen wir es mal so. Das weg. Das vielleicht auch weg. Also die Leute buggen ja eh durch Sachen. Also auch durch solche Sachen hier. Dann habe ich das asiatische Dach. Ehrlich? Was habe ich denn sonst so in dem Zoo? Stroh. Ist das hier Asphalt? Metall? Keine Ahnung. Holzschindeln. Da muss ich irgendwas nehmen, was hier hinten hinpasst. Ich finde, Holz passt immer sehr gut. Da machst du halt nichts falsch mit, ne? Das ist halt ein All-Time-Classic, ein All-Time-Favorite. Hier jetzt diesmal ein bisschen höher als bei den anderen. So vielleicht. Ganz genau. Und dann, ja, lass uns mal ein bisschen Glas suchen wieder. Und dann nehmen wir natürlich das moderne Glas. Das passt natürlich besser. Wir quasi so machen. Passt auch besser zu dem Glas von vorne und so. Das liegt jetzt halt nicht. Boah, das hat hart geblendet. Das liegt halt jetzt überhaupt nicht richtig auf, ne? Wenn ich das jetzt mache hier. Könnte das helfen? Ja, mal so überhaupt nicht, ne? So vielleicht höchstens. Aber das bringt ja nichts. Das sieht dann ja einfach nur bescheuert aus. Oder nicht? Warte mal. Dann gibt es hier dieses. Oh, wo ist denn das moderne Glas? Hier. Ding, 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 ding. Wo ist er da? Vielleicht so. Ja. Warum passt denn das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht? Da habe ich das dann da übergelappt. Naja, okay. Dann halt so. Dann haben wir hier auf jeden Fall so einen Überlapp an dem Dach. Wo war denn das? Holz. Welches hatte ich genommen? Das dritte, ne? Du musst halt auch immer gucken, dass das dann von der Achso. Aber wenn du das falsche Gebäude ausgewählt hast, dann macht das ja schon Sinn, dass das nicht funktioniert. Das ist eher schlecht jetzt. Das ist eher blöd. Das ist ja eher kontraproduktiv. Wie mache ich denn das? Lass das einfach so, oder was? Da finde ich jetzt doof. Just a momento.
Gehen wir trotzdem mit dem Asphalt hier oben? Ja, nicht Asphalt, mit dem Holz. Können wir easy machen. Vielleicht gehen wir einfach mal so damit. Kann ja nicht schaden. Und hier drin... Es sieht halt nicht sehr ansprechend aus bis jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall hier sowas an Holz. Hubala. Ja, meh. Warum geht das nicht? So. Das wird der Eingang des Todes hier im Franchise. So, das passt. Hier sind dann Toiletten. Da können wir das Toilettenschild nochmal dran bappen. Da bin ich ja aktuell ein großer Freund von. Dass man das einfach mal so dran bappt hier. So, dass die Leute auch wissen, was da auf die zukommt. Lass uns mal kurz gucken. Also der Weg hier, vielleicht ist der auch blöd. So, vielleicht muss ich den so dadurch ziehen. Auch vielleicht hier dann. Vielleicht ist es halt smart, das so zu machen. Warte mal. Leider kann ich da kein Raster auswählen, oder was? So halt höchstens. Okay, es sieht halt immer bescheuert aus. Aufheben das Raster. Hups. Ja, das war mega blöd. Jo, das ist alles nicht so smart. Wir lassen es mal kurz so. Machen natürlich wieder das hier. Was wäre dann smart? Smart wäre, wenn das sich nicht hier so direkt anbappen würde. Lass uns mal kurz mit dem hier gehen. Und dann wird das hier der, an dem sich das alles ausrichtet. Ja, nicht so, so muss das sein. Dann hier so. Das ist schon mal besser. Oha, jetzt hier drüben noch. Nein! Ist das eigentlich? Wenn es jetzt an der Toilette scheitern sollte, ne? Es darf nicht an der Toilette scheitern. Die Toilette ist jetzt schon verbunden. Aber mehr geht leider nicht. So ist halt. Ja gut. Ja gut, dann machen wir es doch so. Gehen hier so lang. Machen das hier noch ein bisschen breiter, sodass das hier gerade zuläuft. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, dass das hier so zuläuft. Ne? Dann ist der Eingang halt krass gedrungen. Aber könnte so das Beste sein, was ich gerade zu bieten habe. Wo war denn jetzt das Glas? Da. Dann legen wir hier das Glas auch nochmal drauf. Ah, das geht ja voll klar so. Ja, das kann man so anbieten, würde ich fast behaupten. Hier in der Mitte brauchen wir nichts mehr erstmal. Dann hier noch ein paar Pflanztöpfe und sowas hinstellen. Also es ist nicht optimal, aber auf der anderen Seite, wenn das kein Franchise wäre, kein Franchise-Modus, dann könnte man das auch noch ein bisschen besser einrichten, das Ganze. Aber dadurch, dass das halt Franchise ist,
Das ist halt schon ein bisschen. Bisschen semi-schwierig, würde ich fast behaupten. So ist okay. Müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch nochmal machen. So. Das nochmal so reinmachen. Zack. Halt so irgendwie, ne? Die Dinger hier könnte ich auch nochmal zumachen, dass man da nicht so reingucken kann. Ja, kann man machen. Warte mal, kann ich das machen? Bin ich noch in dem? Ja, bin ich. Es ist halt auch irgendwie anstrengend, das hier smart zu machen. So, von innen sieht es ganz gut aus, von außen. Das geht voll klar eigentlich. Du kommst dann halt hier so rein in dem Franchise, gehst halt hier so lang. Hier vorne können wir auch nochmal so ein Zeug ranmachen hier. So ein Mullbereich. So vielleicht. Guck mal, das sieht doch sonst keiner. Das sehen nur die Gäste, die hier frisch in den Zoo kommen. Und die haben hier jetzt gerade bezahlt, weißt du? Dann können wir denen auch mal so einen Mullbereich geben. Dann kommen die hier rein, dann passt das hier. Hier drüben könnte man vielleicht auch nochmal kopieren. Dass man das irgendwie hier drüben noch hin platziert. Okay, den hinteren Bereich kann ich eigentlich löschen. Mal sehen, wie das hier aussieht. Ja, das sieht gut aus. Irgendwie sowas hier. Ups. Ja, guck doch mal. Guck doch mal hin jetzt, wie gut das ist. Hier auch noch ein bisschen Mull. Ja, wobei. Weiß ich nicht. Macht das hier auf der Seite noch ein bisschen Sinn? Ja, so ein kleines bisschen auf jeden Fall, ne? Wir quasi so machen. Dann hier so einen kleinen Zaun ran und so. Ja, ich stelle mir das alles gut vor. Weiß nicht, ob es gut sein kann. Lass uns nochmal kurz gucken. Hier unten sind die Dinger. Der Witz wäre halt, ja, sowas hier wäre halt ganz gut. Dum, dum, dum. Genau. Wäre halt gut als Barriere sozusagen. Oh. Machen wir das kleine Ding hier ran. Und dann... Ich könnte den ja noch aufstellen hier. Daran soll es ja nicht scheitern. Quasi so machen. Dann haben wir da auf jeden Fall so eine kleine Abgrenzung von dem ganzen Ding. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Oder? Stelle ich mir auf jeden Fall nicht so blöd vor. Kann ich den Mull dann hier nochmal ein bisschen rüberziehen? So dass er nicht da sich so rausbackt oder so? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Wie sieht das aus? Sieht das aus? Kann ich das mit Stein kaschieren? Irgendwie sowas? Sieht jetzt ja nicht schlecht aus, ne, das Beet. Also richtig gut. Das ist dann tatsächlich schon ein bisschen besser. Wenn wir das löschen so. Wo sind jetzt die Pfeile da oben? Dann lass mal gucken, dass wir das hier...
Schön gerade ziehen, so. Ist nicht gerade auf der Seite. Ist ja auch egal. Da könnte man auch. Ah, hier könnte man ja auch noch Glas ranmachen, ne? Oder? Ja. Gleich mal gucken. Wie hier so ein modernes Glas hinmachen. Ja, da schau her, ne? Da legst dich nieder, da legst dich nieder. Wie das aussieht. Bisschen Seafighting hier. Könnte besser sein. Fällt jetzt nicht so supermäßig auf. Hoffe ich. Ja, sollen wir das einfach machen, oder was? Ich finde das nicht schlecht. Das machen wir einfach so. So, das machen wir so. Das fällt den Leuten gar nicht auf. Wenn wir das so machen. Bisschen Seafighting hier vorne. Einfach mal machen. Man muss auch mal einfach Sachen machen. Und sich trauen. Ne? Und ich traue mich jetzt gerade, die Sachen einfach mal zu bauen. Ohne euer Feedback zu bekommen bis jetzt. Da müsst ihr Vertrauen haben in mich. Dass ich das smart machen kann. So, dann geht das halt hier an das Gebäude ran. Ziehen wir noch mal ein Stück weiter hier drüben hin. Eigentlich geht das voll klar. Würde ich jetzt spontan sagen. Ziehen wir das Ding nochmal rüber hier. Und hier hinten macht das dann auch nicht mehr den großen Unterschied, ne? Aber es passt. Es passt halt. Das ist es halt. Es passt halt, ne? Will hier auch sie fallen? Irgendwie nicht, ne? Ich meine, why not? Wenn es passt. Wenn es passt, passt's, ne? Das schon mal nicht schlecht. So. Das hier drüben nochmal hin. Auch so. Ziehen wir auch noch mal hier rüber. So. Ich habe das Gefühl, ich sage die ganze Zeit dieselben Sachen. Ich sage die ganze Zeit so und hier so. Aber so ist das halt, wenn man baut, ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, worüber ich sprechen soll, weil ich mich konzentrieren muss, dass ich das Bauen nicht völlig kaputt mache. Kurz gucken, wo der rauskommt. Hier oben. Geht das bis in die Mitte? Ah, fast. Machen wir den so, machen wir den freistehend. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ah, Fehler. So halt. Da finde ich gut. Ziehen wir ein bisschen runter. So vielleicht? Schade eigentlich. Weil dann müssen wir die Höhe hier bei dem noch ändern. Dann können wir von dem anderen auch noch die Höhe ändern. Von dem hier. Und quasi so machen. Na. Vielleicht lassen wir es auch so. Guck mal, da haben wir das auch noch hier. Da kann man dann auch nochmal Glas drum machen. Das können wir aber dann nochmal machen. Und dann müssen wir hier auch noch eins machen. Ich kann die auch nicht kopieren, ne? Also die halt. So rüberziehen. Also richtig 100% kopieren geht damit ja nicht.
Was alles krumm und schief. Muss ja quasi so sein. So. Und jetzt kommt der letzte. Den ziehen wir hier so ganz easy drüber. Zack. Fertig. Fertig ist das Ding. Jetzt nochmal zwei, drei Pflänzchen hin und dann sollte das alles awesome sein. Wir gehen einfach mal mit, keine Ahnung, hier sowas. Sowas Smartes hier, irgendwas so Buschiges hier. Na, ja, warte mal. So vielleicht? Ja. Das ist jetzt ja nicht schlecht, ne? So eine Blume. Ach hier, die. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das sind Tropenpflanzen, ne? Und dann, wo war die hier? Nochmal so. Ah ja, okay. Das ist vielleicht eher nicht so, aber dann passt das auch so. Kopieren, drüber ziehen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wenn man das hier so ein bisschen... Muss ja auch nicht zu groß abwechslungsreich gestaltet werden, weil es soll einfach nur gut aussehen. So. Dann brauchen wir natürlich noch hier die Glasfenster wieder. Hier drin macht das plötzlich einen Unterschied. Wie du die hinmachst. Das ist ja blöd. So, da muss ich also von Hand aus das machen. Nein, kann ich auch. Gar kein Problem. Gibt es hierfür auch eine Tastenkombination eigentlich? Wahrscheinlich, ne? Guck mal, geht doch. Geht das dann hier auf der Seite? Das wäre schön. Geht allerdings nicht. Reinziehen, zur Seite ziehen. Reinziehen. Ah, da muss gar nicht zur Seite gezogen werden. Guck mal, du kommst hier halt rein. Dann sind hier diese Pflanzen so ein bisschen sehr im Glas drin. Aber wenn wir so machen, ist besser. Wenn wir so machen, ist besser. Hier drüben ist auch noch eine. Zack. Es sieht halt besser aus, wenn das so ist, ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Und wir brauchen nochmal einen Lautsprecher. Und zwar würde ich hier gerne einen Musiklautsprecher hinhaben. Wir wollen hier oben hin. Wo hier einfach mal ein bisschen Planet Zoo Musik läuft. Planet Zoo und zwar die Wiedergabeliste kommen. So, da ist der Weg nicht, da ist der Weg auch nicht. Vielleicht mal gucken, dass wir es hinkriegen, aber es sieht relativ easy aus. Da gab es den hier, so. Dann ist der Weg ja schon mal richtig gemacht. Dann brauchen wir hier nochmal das Just a Momento Schild. Schild. Just a Momento. Das war doch hier. Hier ist es. Das ist schon sehr riesig, ne? Ah ja, gut. Was soll das? Und hier ist ein Herz, fantastic. Hatte ich doch gestern auch schon mal gesehen und dachte, warum steht denn das Herz Fantastic Schild mitten im Nirgendwo? Das hier war's. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ist ja egal. Ja, passt ja auch. Ach, hier oben haben wir noch vergessen. Ha. Guck mal. Ein Glück.
Ein Glück, dass ich das nochmal einrichte hier drüben. Jetzt hätte ich das nicht gesehen. So ein bisschen höher. So. Oh. Hey. Das ist ja eher unvorteilhaft, sag ich mal. Gehen wir mal damit nochmal rein hier. Platzieren das da. Dann passt das. Und hier drüben halt auch. Hoffentlich. Genau. Und dich auch nochmal dahin. Dann ist alles gut. Dann ist alles zu. Alles drin. Alles dran. Der Eingang zum Zoo ist jetzt ein bisschen... bisschen besser, sag ich mal. Also die Leute, die bangen jetzt hier noch ein bisschen. Die müssen erstmal Weg finden. Du gehst halt direkt... direkt hier rein zum Zoo. Gehst nicht noch irgendwelche strangen Umwege. Hier kann man halt ruhig diese Blumen nochmal aufstellen. Die sind halt super süß. Das ist ja auch Grasland. Das ist halt. Grasland ist ja so vieles. Nordamerikanisches Grasland zum Beispiel haben wir ja noch gar nicht. Das wäre ja dann noch so ein Wunsch für den DLC, dass wir nochmal so ein richtiges Nordamerika-Grasland haben, weil aktuell ist es ja eher unvorteilhaft, sag ich mal. Ach guck mal, dann gehst du halt hier so rein, das ist alles mit Glas direkt, fällt gar nicht so auf. Ernsthafte Verletzungen entdeckt, ja, du gehst halt hier durch. Das ist halt Nadelöhr hier vorne, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber sonst generell ist der Eingang an sich schon mal ein bisschen besser als das, was es vorher war. Das hier ist ja völlig bescheuert. Was habe ich hier denn gemacht? Das ist ja da völlig daneben. Naja, irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall ein Eingang. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, der gefällt euch so einigermaßen. Auch wenn das hier so ein krasses Nadelöhr ist jetzt. Müssen wir mal schauen. Ich finde diese Pflanzkästen gar nicht so schlecht. Finde ich eigentlich ganz cool. Weswegen genau seid ihr jetzt hier? Weil der Hunger hat. Kann ich ja jetzt leider nichts für, dass der Hunger hat. Ich hab doch hier einen Pfleger drin, so von daher... sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Die Frage ist halt nur, wo ist der Pfleger? Ist das der? Bist du der Schwarzbärenpfleger? Komodo-Varane. Dann... ja, keine Ahnung, wo der ist. Hat er gekündigt? Nee, da ist er doch. Aha. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber ich upgrade sie. Die sieht fertig aus. Vielleicht liegt es da dran. Vielleicht liegt es da dran. Naja... die Demonstranten kommen rein, macht ja nichts. Passiert halt mal. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Eingang haltet. Der ist ein bisschen alternativ, aber passt sich gut hier in die Ecke ein, würde ich sagen. Hier dann vielleicht nochmal so ein Gebäude, irgendwie sowas, dass wir den Eingang so ein bisschen nochmal verbreitern hier in die Seite. Dass wir auch hier einen weiteren Weg quasi haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es daran eventuell liegen könnte. Mit Baustein machen wir weg. Sieht vielleicht doof aus hier auf der Ecke. Dass wir das Ganze halt ein bisschen entlasten können hier. Auf der Seite. Das wäre ja nochmal ganz schön. Und ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns allerspätestens in der nächsten Folge. Bisschen anders die Folge. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut das mal rein. Bis, Leute.